Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Titan Quest All Classes, wo wir gerade in Fayum unterwegs sind auf Episch. Und wir sind immer noch, gefühlt sind wir immer noch super schnell unterwegs. Wir werden in dieser Folge wahrscheinlich den zweiten Akt beenden und ich sag mal ein gutes Stück vom dritten Akt mitnehmen. Chang'an wird, glaube ich, noch nicht drinnen sein, aber es könnte durchaus sein, dass wir am Ende dieser Folge schon Agnetti gesehen haben. Das wäre zumindest nicht auszuschließen. Okay, aber erstmal gehen wir hier zurück und dann haben wir noch zwei Punkte, wo wir kurz halten müssen. Zum einen der rechten der alten Könige, oben links in der Ecke hier. Sorry, ein versteckter Schatz, rechten der alten Könige ist die Quest in Hades. Im Hades-Gebiet. Ich komme manchmal mit den Quest-Namen so ein bisschen durcheinander, gerade wenn es um die Quests geht, die einfach nur ein geh mal in dieses Dungeon da rein ist. Also ein versteckter Schatz, der untote Tyrann, Reichtum der alten Könige. Das sind so die üblichen Verdächtigen, wo ich ein bisschen Unterscheidungsschwierigkeiten habe manchmal. Ich habe das Meme, by the way, gar nicht gemacht, oder? Wobei, ich habe jetzt die Tür aufgemacht, aber die Tür werde ich trotzdem nicht betreten. Meiner Meinung nach immer noch die unsinnigste Tür, seit es Game Design gibt. Die könnte abgeschlossen sein, wäre kein Hindernis für uns. So, dann hätten wir das. Und dann können wir uns mal den goldenen Skarabäus angeln. Holy shit. Der hat halt echt nur hohe Widerstände, wie ich gerade feststellen musste. Ich pull ihm seine Widerstände und zieh ihm damit komplett die Hosen aus. I mean, okay, er hat hohe Widerstände und eine hohe Ausweichchance für Geschosse ausweichen, offensichtlich. Naja, das muss man ihm noch lassen. Aber vorher habe ich... hat er ja fast alles gedodged und ich habe ihm kaum Schaden gemacht, wenn ich ihn mal getroffen habe. Aber sobald die Widerstände weg waren, fällt er halt einfach um. So, genau, wir wollen auf die Sobek-Hochebene.
So, und dann ab an die Sandkönigin ran. So, da habe ich jetzt nicht mal das Chakra verwendet. Easy going. So. Damit zurück nach Memphis. Sei gegrüßt. Mögen die Götter dich beschützen. Genau wie ich befürchte. Einige. Soll ich meinen Augen? Na, hallo. Auf Wiedersehen. Das. Okay, weiter geht's. Einmal nach Theben. Wir sollten jetzt auch hier Nebenaufgaben hoffentlich alle haben. Haben wir. Nice. Akt 2 schaue ich so selten drauf, ob ich die Nebenaufgaben habe oder nicht. Sag mal, Jägerrüstung und Druidenweste, da sage ich jetzt auch nichts dagegen, dass die zwei direkt hintereinander fliegen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, brauche ich beide nicht. Die Jägerrüstung kannst du noch nehmen, hat ein bisschen Durchschlagswiderstand und kannst halt schauen, dass du deine Elementwiderstände von woanders her holst. Ein bisschen Elementwiderstand kriegst du ja beispielsweise schon von Steinis. Also kann man damit mal prinzipiell arbeiten, wenn du einen Durchschlagswiderstand hast. Druidenweste ist eher weniger was. Ich glaube, ich lasse die Jägerrüstung da, aber die Druidenweste nicht.
der, den sie einen... Meine Waffen und Rüstungen sind einfach die besten. Schaut, lebe wohl. Magierrüstungen, Stäbe, Tränke, Wiedersehen. Auf oder gehe, aber Lungen rill nicht herum. Ah ja. Ich kenne die leider viel zu gut, die ganzen Sprüche. Ja, jetzt, wo ich die Druidenweste gerade weg habe, jetzt gibst du mir einen Druidenstab. Ach, und guck mal einer an. Jetzt ist Latin weg. Der hatte doch vorhin gefragt, ob es auch Summoner-Items gibt, auch legendäre Items gibt, Summoner-Items gibt. Und da hatte ich ja gesagt, ich wüsste nicht, dass es welche gibt, die Flat-Schaden geben. Aber guck mal einer an, Druidenstab gibt tatsächlich Flat-Schaden. Und der ist halt actually sogar nice. Den kann man tatsächlich sogar verwenden. Gerade für eine Natur-Kombo. Und ich werde garantiert noch einen Petmaster auf Natur spielen. Der ist halt genau das, was beispielsweise meine Wölfe brauchen. Ach so! Heute gibt's die im Dutzend billiger, die Helden anscheinend. Und dabei spielen wir noch nicht mal Mars Bosses. Dachte mir gerade, ich habe das Sternchen doch gerade schon gelegt. Plötzlich steht da wieder einer mit voller HP. By the way, wenn wir hinten raus ähnlich schnell spielen wie auf dem Schwierigkeitsgrad normal, dann könnte es sein, dass wir episch innerhalb von gerade mal 10 bis 11 Stunden wegknallen. Wahrscheinlich Tendenz eher Richtung 11, aber 11 Stunden für einen Schwierigkeitsgrad, das klingt schon ein bisschen hart. Auf Wiedersehen!
Reisender, komm und schau dir meine Waren an. Ach, das ist alles? So. Kriegen wir auch das Level ab, oder? Knapp, da muss ich fast jeden Gegner hier hinten killen. Wobei die überlebten Konstruktionen hier ganz gute Erfahrung geben eigentlich. So ist es ja nicht. So, damit haben wir nämlich ziemlich gemaxtes Chakra. Das bedeutet 15 Meter Radius, Lebenskraftschaden. Widerstandsreduktion auf 29%. Das heißt, mit den Konsequenzen zusammen sind das 54%. Schlüssel zum Spalt des Chaos. Nee. Den 2 von 3 habe ich schon zweimal. Und jetzt wirft er mir noch zweimal den 2 von 3 im Spalt des Chaos hin. Meine Güte. Ich dachte mir gerade so, boah, geil, wir kriegen wieder Schlüssel. Bitte. Ich könnte den Laden schließen. Ich könnte dein Gepäck für dich lagern. Da, hier, Schlüssel zum Spalt des Chaos. 2 von 3, jetzt haben wir hier den dritten. Hab mich gerade schon gefreut. Aber natürlich ist es nur Zeug, was ich schon habe oder nicht mehr brauche. Du hast Nebkemi gefunden? Schau dich ruhig um. Hm.
Bis dann. Ja, kann ich dir helfen? Natürlich kein goldenes ägyptisches Outfit. Wäre ja auch zu einfach gewesen. So, man kann jetzt natürlich überlegen, ob wir uns noch einen Chromstab mitnehmen. Wir haben ja noch, ich glaube sogar zwei Chromstäbe als Waffenoptionen. Ich glaube, den haben wir sogar noch zweimal rumliegen in unserem Stash. Der müsste jetzt auch so für die Mitte 50er sein, der Chromstab. Das heißt, da kann man theoretisch mal überlegen, ob der genug Schaden für uns macht. Oder ob der uninteressant ist. Ein Onager. 22 Gesundheits- und Energieregeneration pro Sekunde. Ist mir nie vorher aufgefallen, was für Items es gibt mit absolut kranker Energieregeneration. Ich bin ganz ehrlich, wenn die Verteidigung Nadan spiele, dann kann ich durchaus einen Reflektor-Tank mit genau diesem Item spielen. Das ist ein Stärke-based Item, das mir genug Energieregeneration gibt, dass ich mir um die Energiekosten von der Aura der Ruhe keine Sorgen mehr machen muss. Schaden Leben umgewandelt. Not bad. So, damit sind wir hier oben. Können hier noch mal rein, können da noch mal rein.
Da kann man auch euch dreimal hintereinander in die Zone reinfallen und trotzdem keine Notification bekommen, dass man gleich stirbt. Alles in Ordnung. Okay, haben wir. So, damit sind wir durch Akt 2 durch. Auf episch. Bei Inanna! Ich hatte gedacht. Was gibt es? Wiedersehen. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen erstmal, weil wir reden jetzt von Akt 3 und Akt 3 kommt ein harter Difficulty Spike. Ich würde ganz gerne noch die eine Mio Elektrum vollkriegen. Was ein total random Wert ist, der wahrscheinlich sowieso nicht passen wird, weil ich irgendwie sowas wie 150.000 oder 170.000 brauche für die Boxen, die ich öffnen will. Aber Hauptsache mal die 1 Million Elektrum voll machen. Wie viel krieg ich denn? Ich sollte nicht nachschauen, wie viel ich aktuell pro krieg, weil. Von 64 auf 900, auf 20. 56. 7. Okay. Also man bekommt immer x Elektrum pro aktiven Buff pro Gegner. Und ich habe gerade irgendeinen für normale Gegner. Den dreifachen Wert pro gelber Gegner und den, ich glaube, zehnfachen Wert pro Heldenmonster. Und ich glaube, Bosse sind nochmal drüber. Irgend sowas in der Richtung. Und ich habe gerade eben einen normalen Gegner gekillt und habe 56 Elektrum bekommen. Das heißt, ich habe gerade 8 Buffs aktiv. Also ist meine Anzahl pro Buff pro Gegner ist bei 7 aktuell. Was eben auch bedeutet, dass wir 168 Elektrum pro gelben Gegner bekommen, was tatsächlich eine ziemliche Menge ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Wenn man tatsächlich erstmal über den ersten Schreck hinweggekommen ist, dass man ein bisschen mehr Schaden frisst, dann geht das tatsächlich sogar. Also not gonna lie, die haben mich bis jetzt noch vor keine unlösbare Aufgabe gestellt hier. Bin ja auch noch nicht gestorben.
93.000. Ja, also, ich glaube, die 1 Million habe ich vor dem Eingang zum Tempel des Marduk. Voll. Das geht gerade super schnell. Das waren jetzt 2 Stück, 200, das waren nochmal 200. Da stehen 150 plus 150, das sind 450 insgesamt. Na, wenn man einfach mal so grob überschlägt, wie viel das ist, geht scheiße schnell. Na gut, vorm Eingang kriege ich es doch nicht hin. Aber auf jeden Fall vor der Chimäre. Das ist mal gegeben. Naja, wenn ich jetzt oben lang laufen würde und einen langen Weg nehmen würde, dann würde ich es wahrscheinlich sogar hinkriegen. Aber man muss es ja auch nicht drauf anlegen. Noch. Okay. Jo, das sind die 1 Million Elektrum. Eieiei. Das ist halt echt crazy. So. Ach, guck mal, Adara. Muss doch noch einer kommen gleich, oder? Gab's die Djinne nicht immer nur im Doppelpack? Die Djinn-Helden? Ach nee. Die beiden Djinn-Generäle waren im Doppelpack, aber Adara war alleine. Right, 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 right.
hinterfrag das nicht mehr. Ich hinterfrag das nicht mehr. Mit Wurfwaffen, die einfach nur scheiße OP sind. Versagt. Ein weiser Mann sollte sich auf den vor ihm liegenden Weg vorbereiten. Du hast Glück, denn ich habe Waren, die ich an die Weisen verkaufe. Amin, schaut euch das an. 33% physischer Schaden. Du kriegst einen physischen Widerstand obendrauf. Du kriegst Gesamtgeschwindigkeit und Angriffsgeschwindigkeit und 10% Erfahrung erhalten auf einer fucking Waffe. Anwender der Magie haben bestimmte Bedürfnisse, die ich befriedigen kann. Wiedersehen. Ich habe dieses... Meine Vorräte! Du hast sie getötet. Ein großer Teil davon. Einen guten Tag. Jo. So, sorry, dass ich ein bisschen ruhiger bin gerade. Aber ich werde tatsächlich, und das merke ich mal wieder, ich sollte nicht allzu lange bis nach Mitternacht streamen, denn ich werde tatsächlich gerade ein bisschen müde. Ich hatte mir vorgenommen, ich mache heute 4 Aufnahmen, also ziehe ich die 4 Aufnahmen durch und hab gesagt, scheißegal, ob ich jetzt bis nach Mitternacht streame oder nicht, aber... So, um Mitternacht kommt halt doch mal der Hammer, der sagt, ey, du solltest langsam ins Bett. So. Dachte mir doch gerade, ich habe doch ein bisschen viel Damage gerade gefressen. Ja, wobei, so viel Damage war das nicht mal, man muss bedenken. Ich bin gerade schon in der etwas schwierigeren Phase, wo man sich überlegen könnte, ob man mal teilweise die...
die Debuffs ausmacht. So. Ach ja, wir sind mal wieder in Akt 3. Oder wie ich es immer wieder gerne nenne, die Urmutter aller Schlauchlevel. So, aber die Frage, die sich immer noch stellt, bleibt, ist... Früher haben wir nur selten einen. Halt. Hast du einen Yeti gesehen? Ich sehe die Leute nach Osten reisen, ich sehe sie nach Westen gehen. Und noch nie habe ich so viele Monster gesehen. Bis bald. Ah, noch ein heldenhafter Reisender. Jo. Keine Angst, deine Sachen sind hier sicher. Das macht mir erst wirklich Angst. Das klingt so vertrauenserweckend, das macht mir erst wirklich Angst. Okay. Ich scheint tatsächlich noch zum Riesenjäti zu kommen. Hab noch 14 Minuten auf der Uhr. Für den Riesen-Yeti müssen wir eigentlich nur noch einmal hier oben ein bisschen lang eine Quest hier oben machen, einmal ins Jimbo-Tal runter. Na gut, ist halt Geheimnis in den Bergen nochmal. Fröhliche Grüße. Das haben wir halt durchaus noch vor uns. Shit. Ja, immerhin. Bis dann. Gut, dann weiß ich, was ich demnächst mal außerhalb von der Aufnahme mache. Inventar sortieren. Okay, das da.
Das da. Der ist jetzt aktuell Stufe 7, das heißt, der kommt auch nicht weiter. 27% Schadensreflexion. Hey, die haben sie genervt. Die haben die Schadensreflexion genervt. Da waren nochmal höhere Werte als 27% drauf gestanden. Also ich bin ganz ehrlich, Nerf von der Schadensreflexion geht auf jeden Fall klar, weil das war sowieso ein bisschen OP. So defensiv wie die Aura der Ruhe steht, da oben drauf auch noch Schadensreflexion zu geben. Das war meiner Meinung nach eh viel zu stark. Aber ich meine, ich hätte schon mal auf der Aura der Ruhe, beziehungsweise hier Schutz der Verschmelzung, auch schon mal um die 50% Schadensreflexion gesehen. Und jetzt hier 27%. Ja, das geht ja noch. Macht vom Balancing halt auf jeden Fall Sinn. Dass es ein bisschen runter geht. Was halt auch bedeutet, dass der Templar weiterhin als Refractor Tank besser ist. Sollte auch besser sein als der Nachsinde oder Verteidigung Nadan. Wodurch es natürlich fraglich wird, ob ich Verteidigung Nadan eben auch auf Reflector Tank baue oder nicht. Wäre, glaube ich, ein bisschen lame, wenn man zwei Charaktere als Reflector Tank ausbaut. Das ist halt schon eine echt unique Spielweise und ich glaube, das wäre besser, wenn ich das nur auf einem Charakter mache. Okay, damit kommen wir hier raus. Können hier melden, dass die weg sind. Was? Ja, die Waffen sind weg, tut mir leid. Also, eigentlich tut es mir gar nicht leid. Hauptsache, wir kriegen noch ein bisschen was an. An Geld. Oh, ja, ich sollte definitiv nicht mehr allzu lange machen. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht allzu lange nach Ende der Aufnahme noch quatschen. Mache ich ja eigentlich relativ gerne mal. Dass ich da hinten raus noch ein bisschen am Quasseln bin mit den Leuten im Stream. Aber fühlt sich irgendwie so an, als sollte das heute nicht der Fall sein.
Ja, maybe kommen wir doch nicht ganz zum Riesen-Yeti. Wir müssen jetzt noch Geheimnisse in den Bergen abschließen, was eine relativ lange Höhle ist. Es ist mein Fehler. Und ich sehe hier noch 7,5 Minuten drauf. Das wird wahrscheinlich mal wieder so eins sein, wo ich entweder den Yeti killen und 2 Minuten überziehen kann, oder ich höre 1 Minute früher auf und kille ihn eben nicht mehr. Setzen einen schönen Spoiler für nächste Woche, für nächste Aufnahme rein. So. Okay, da muss auf jeden Fall ein Ding fliegen. Ein schwächstes Chakra. Muss ich da auf jeden Fall ziehen. Habe ich tatsächlich nicht aufgepasst. Ich dachte, ich wäre ein... So. Heieiei. Ich krieg grad echt einen absoluten Tiefstand. What? Oh Leute, ich liebe die Titan Quest Entwickler. Manche von den Items sind so geil designt. Also, um das mal zu erklären, was ich gerade meinte. Es gibt einige Items, gerade die scharfen und spitzen Waffen haben, wie man hier bei dem Speer sieht, x% Durchschlagsanteil. Ne, du siehst den Schaden, 142 bis 159, und drunter steht 30% Durchschlagsanteil. Das heißt, dieser Speer, wenn man damit angreift, werden 30% von dem Schaden, der physischer Schaden ist, werden in Durchschlagsschaden umgewandelt und umgehen damit die Rüstung vom Gegner. So. Natürlich ist so ein Prozent Durchschlagsanteil, so eine Konvertierung, findet natürlich nur dann statt, wenn es irgendein spitzer oder scharfer Gegenstand ist. Ne? Weil nur die natürlich effektiv in Durchschlagsschaden umwandeln können. So, und dann haben wir diese Dornenkeule, die wir gerade gesehen haben, die ja eigentlich eine Keule ist. Was soll eine Keule durchschlagen? Ja, da gibt es ja nichts, was dir an Durchschlagsschaden machen könnte, ne?
Könnte man denken. Ich glaube, by the way, wir müssen hier anhalten. Diese Keule hier, die Dornenkeule, hat 50% Durchschlagsanteil, weil es eine Dornenkeule ist. Macht Sinn, ne? Und plötzlich macht auch eine Keule Durchschlagsschaden. Super interessantes, super interessante Sache. Ach ja, aber da ich relativ müde werde, machen wir heute mal 1-2 Minuten kürzer. Und ich würde an der Stelle sagen, machen wir für heute schon mal die Aufnahme beendet. Falls ihr auf YouTube zuschaut, wie immer, wünsche ich euch einen schönen restlichen Morgen, Mittwochabend, wenn auch immer ihr das gerade seht. Könnt gerne natürlich ein Like da lassen, wenn euch das Video gefallen hat, würde mich freuen. Ansonsten könnt ihr auch wie immer den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen von dieser Challenge. Und danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ne? Haut rein. Ciao, ciao.